komplett arm. Und tja, zu wenig von denen. Vielleicht sollte man die doch mal in Gebrauch nehmen. Auch wenn die natürlich eigentlich nur für die Forschung gedacht waren. Ja, davon habe ich mal gehört, dass man die damit trennen kann. Das habe ich aber ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Ich finde es auch eine ziemlich, naja, wenn ich jetzt sage, wieder hässliche Lösung, muss ich sagen, meine Lösung ist jetzt gerade auch nicht viel schöner, aber ich weiß nicht. Das sieht irgendwie nicht schön aus. Ich muss das mal ganz kurz hier ein bisschen abtrennen, irgendwie. Ach, die hier sind ja gar nicht an. Ja, warum sagt mir das denn keiner? Stopp, und ihr seid jetzt allererstes meine Frau Roboport. Dankeschön. So, und dann ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. So. Wie hat mit Strom? Ich habe nicht mal mehr normale Strommasten. Ja, ich muss. Es wird Zeit für Roboter. Es wird definitiv Zeit für Roboter. So, da sind sie, unsere ersten Bauroboter. Yippie-yay. Und die hier. Nee, so ein Quark. Die hier brauchen halt rote Schaltkreise. Und ich. Ups. Da habe ich jetzt irgendwas ja so richtig abgetrennt. Entschuldigt! Und ich überlege gerade eigentlich. Also meine Frage ist, jetzt reicht natürlich der Kunststoff nicht mehr. Ja, was klar war, ist absolut zu erreichen. Obwohl, es reicht schon. Kann mich nicht mal irgendjemand davon abhalten, hier solche blöden Fehler reinzubauen? Das ist ja schrecklich mit mir. So. Gut. So, Bauroboter. Das hier können wir mal ein bisschen abkürzen. Komm. Ja, und bei denen bin ich mir jetzt gerade nicht so wirklich sicher, ob ich jetzt einfach hier hinten was abknapsel oder ob ich jetzt einfach. Ob ich jetzt einfach. Was man machen könnte? Dass man jetzt einfach sagt, ich meine, man braucht ja nicht so viele. Und wenn wir da die zweite Seite noch in Betrieb nehmen, dann ist das auch okay. Dass wir jetzt einfach sagen, hier von den letzten zwei, hier, lauern da rein. So. Roboterstart. Hervorragend. Ja, da kommen sie, die ersten. Wird ein bisschen dauern. Aber wir haben ja so oder so eigentlich gerade ganz, 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 ganz andere Baustellen, nämlich Öl. Und Eisen. Ich meine, Eisen geht hier, hier geht's noch. Aber auch eigentlich echt nur, weil wir irgendwie zu wenig verbrauchen. Hier ist eher Kupfer noch so ein Problem.
Aber das Feld hier oben, das sieht halt echt schon ziemlich, 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 ziemlich mau aus. Hier läuft fast gar nichts mehr. Würde ich sagen. Gut. Aber, ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Also es ist jetzt 20 vor 11 und... Naja, ich war noch ein bisschen. Was hatte ich gesagt? Was wollen wir machen? Uns um Öl kümmern. Und zwar hier. Vielleicht machen wir das hier noch. Dass wir hier das Aufcracken mal ein bisschen machen. Dafür bräuchten wir Chemiefabriken. Und Wasser, oder? Nee. Vielleicht noch mit einem dazwischen, dann sieht das immer so hässlich aus. So, ich habe irgendwo mal so ein schickes Design gesehen. Und zwar machen wir mal das. Wie war denn das? Ich vermute, das weiß keiner von euch so aus dem Kopf, wie da das Verhältnis ist, ne? Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, irgendwas mal gelesen. Man sagt mir das nicht, rechnet es doch selbst aus. Ich würde es machen, wenn ich die Muse dazu hätte. Wasser. Wasser holen wir. Vielleicht setzen wir Wasser lieber einen hoch, würde ich sagen. Und das Leichtöl, dann lass mal hier unten langlaufen. So. Was piept denn hier die ganze Zeit lang? Irgendwas muss repariert werden. Da unten. Okay. Ach so. Ja, weil die Roboter jetzt im Netzwerk sind. Ja. Ist gut, ist klar. Habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Machen wir. So. Wasser. Haben wir denn hier oben irgendwo? Wir haben doch hier oben für die Ölproduktion schon irgendwo Wasser. Schlechte Idee. Schwupps, schwupps, schwupps. Wasser. Leichtöl. Du kriegst einen Output nach hier. Strom. Wäre auch eine Idee. Lampe wäre auch eine Idee. Und dann brauchen wir natürlich hierhin auch noch ein paar Outputs. Ah, da reicht wieder ein einzigster, ne? Oh, ey. Ja, schön gezählt. So, und das... Da hängen wir jetzt einfach noch ein paar ran. Würde ich mal so sagen... Wir haben allerdings endlich dieses blöde Leichtöl ein bisschen los. Bei 8 Raffinerien. Ich habe aber nur 5 Raffinerien. Na gut, die könnte ich dann noch... Ich probiere es erstmal mit 4ern aus. Also 4... Ich würde sagen, es waren 5 oder so. Aber ich weiß es halt auch nicht mehr genau. Ja, hör auf mich anzubiepen. Ist gut jetzt. Ich hab's gehört.
So. Wieso nicht? Ist da ein Rohr falsch gesetzt? Nee, da war schon eins drin einfach, ne? So. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, ich sollte mir mal Rohre unten besorgen. So. So, okay. Läuft nicht. Läuft auch nicht. Läuft auch nicht. Läuft auch nicht. Läuft alles nicht. Warum sagt ihr mir das denn nicht? So, läuft jetzt. Wunderbar. Gut, ich würde sagen, damit haben wir hier jetzt erstmal Pumpen und Kabel. Was meinst du mit Kabeln? Rohöl ist immer noch. Na doch, ist mir wenigstens ein bisschen was im Tank. Supi. So, naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache hier jetzt trotzdem Feierabend, würde ich sagen. Ja, nächsten Sonntag geht es weiter. Es ist geplant, ab jetzt jeden Sonntag ja, hier entsprechend zu streamen. Das heißt, nächsten Sonntag geht es weiter. Auch mit Factorio und ich. Ja, hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid. Und auf jeden Fall steht nächstes Mal auf dem Plan, dieses Gepiepe hier auszuschalten. Das können wir vielleicht jetzt noch fix machen. Ach, die Logistik. Und dann, ja, auf jeden Fall Eisen, würde ich sagen. Eisen ist eine super, super tolle Baustelle. Das Logistiknetzwerk weiter ausbauen wäre auch noch eine Sache. Und ja, ich würde sagen, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Und wir haben da so oder so noch ganz viel auch vor uns. Aber wenn ich hier sehe, das arme, arme Eisenfeld. Oh, das ist echt traurig, traurig, traurig. Na. Gut. Denn, ja, soll es das hier gewesen sein von meiner Seite heraus. Ich danke, dass ihr mit dabei seid und wart und, ja, euch vielleicht die Aufzeichnung auch anguckt, wie auch immer. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss. So. Ach so, du machst da, ich bin jetzt noch im Stream, ich habe noch die Aufnahme jetzt beendet. Du machst da so eine Art Logistiknetzwerk richtig draus, ja? Das ist eigentlich eine ganz coole Idee, ich muss mir das auch mal angucken. Ja, vielleicht bis nächsten Sonntag. Vielen Dank, dass du dabei warst.